Neue Blickwinkel. Das Jahr 1873 ist vor allem durch die deutliche Verschlimmerung des Gesundheitszustands von Friedrich Nietzsche geprägt. In immer kürzeren Abständen befallen ihn Kopfschmerzen und insbesondere ein Magenleiden, das in Verbindung mit heftigem Erbrechen auftritt. Dennoch macht sich Nietzsche an die Arbeit zu einem neuen, umfangreichen Projekt, das den Titel »Unzeitgemäße Betrachtungen« trägt. In diesen Schriften will er sich in den folgenden Jahren kritisch über die sogenannte Jetztzeit äußern. Die erste Folge dieser Texte richtet sich gegen Nietzsches Erzfeind, den funktionalen Menschen, der sich gutgläubig und naiv am modernen Fortschritt erfreut, der sogenannten Philister. Als Paradebeispiel eines solchen Philisters wählt Nietzsche den Religionskritiker David Strauss, der ihn seinerzeit in Schulpforta zwar inspirierte, dem er sich nun aber weit überlegen fühlt. Über ihn schüttet er seine angestaute Kulturkritik aus und das Buch verkauft sich ausgesprochen gut. Im zweiten Band der unzeitgemäßen Betrachtungen, der den Titel »Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben« trägt, äußert sich Nietzsche über die Funktion der Geschichte für die Kultivierung des Menschen und vertritt die These, dass auch politisch-moralische Werte der Zeitbestimmung unterliegen und somit kritisch zu betrachten sind. Seinen Zeitgenossen wirft er hingegen vor, sich hinter der Fassade einer verklärten Vergangenheit zu verstecken und so den kulturellen Fortschritt zu verhindern. Zu dieser Zeit ist Friedrich Nietzsche bereits auf die Hilfe einiger zuverlässiger Freunde angewiesen, die ihn wegen seines schweren Augenleidens bei der Niederschrift seiner Gedanken unterstützen. Insbesondere sind dies Karl von Gersdorff, Heinrich Rohmund und Paul Reh. Ein Aufsatz mit dem Titel »Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne«, den Nietzsche im Jahre 1874 verfasst, handelt von der Verhältnismäßigkeit zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Dieser Text legt eindeutig Zeugnis ab über den Wandel im Denken Nietzsches, denn darin stellt er fest, dass es sich bei der Wahrheit nicht um eine natürliche Gesetzmäßigkeit, sondern vielmehr um eine menschliche Sinnesempfindung handelt. 20 Jahre vor Sigmund Freud erkennt Nietzsche die Macht des Unterbewusstseins und der niederen Instinkte des Menschen. Übertragen auf sein Kunstverständnis bedeuten diese neuen Denkansätze, dass es auch hier keine einzige und allgemeingültige Wahrheit geben kann. Eine These, die das bisherige innige Verhältnis mit dem großen Meister Richard Wagner zutiefst erschüttern wird. Die zweite Hälfte des Jahres 1874 ist geprägt von Reisen, die Nietzsche unternimmt, um sich gesundheitlich zu kurieren. Höhenluft bekommt ihm besonders gut und in der Annahme, seine Krankheit hänge mit dem Klima zusammen, beschäftigt er sich eine Weile mit der Meteorologie, um einen Ort zu finden, an dem sein Leiden endgültig ein Ende hat. Die dritte unzeitgemäße Betrachtung Nietzsches trägt den Titel »Schopenhauer als Erzieher« und handelt von der Idee des schöpferischen Individuums, das groß und unabhängig danach strebt, sich selbst zu verwirklichen, ohne in den Kategorien der Masse zu denken. Mit dieser Schrift versöhnt Nietzsche die Wagners in Bayreuth und auch zahlreiche andere Wagnerianer und macht sie glauben, er habe zu seinem alten Idealismus zurückgefunden. Durch eine weitere Verschlechterung seines Gesundheitszustands fällt es Nietzsche immer schwerer, seine Arbeit an der Universität und am Pädagogium zu verrichten. Er bittet daher im Jahre 1875 seine Schwester, zu ihm nach Basel zu ziehen, um ihm im Haushalt zu helfen und darauf zu achten, dass er die strenge Diät einhält, die ihm der Arzt gegen sein Magenleiden verordnet hat. Im Herbst desselben Jahres beziehen die Geschwister eine gemeinsame kleine Wohnung. Und ein weiterer Helfer tritt zu dieser Zeit in das Leben Friedrich Nietzsches. Es ist Heinrich Köselitz, ein junger Musiker aus Annaberg in Schlesien, der Nietzsche glühend verehrt und nach Basel gekommen ist, um sein Gefolgsmann zu werden. Bereits im folgenden Jahr, 1876, geht es Friedrich Nietzsche gesundheitlich so schlecht, dass er sich von seinen Pflichten an der Universität und am Pädagogium beurlauben lässt, um an den Genfer See zu reisen. Auch hier herrscht im Februar grässliches Winterwetter. Mal wieder von Meisenburg überredet ihn, den nächsten Winter in Italien zu verbringen, wo sie selbst inzwischen wegen des milden Klimas einen Großteil des Jahres lebt. Nietzsche willigt begeistert ein und wird von der Universität großzügig beurlaubt. Die Zeit bis zur Abreise nutzt er mit Unterstützung seines neuen Sekretärs Köselitz für die Fertigstellung seiner vierten, unzeitgemäßen Betrachtung, die den Titel »Richard Wagner in Bayreuth« trägt. Der Text erscheint im Juli 1876, kurz vor den ersten Bayreuther Festspielen. Wiederum sind seine Freunde begeistert und auch Wagner selbst spendet Beifall. Niemand scheint den kritischen Unterton zu bemerken, der sich in die als Huldigung des Meisters gedachte Schrift gemischt hat.
Wagner selbst ist möglicherweise zu sehr mit den Vorbereitungen für die Festspiele beschäftigt, um sich mit Nietzsche eingehend auseinanderzusetzen. Und Nietzsche wiederum überlegt lange, ob er sich dieses Spektakel überhaupt antun soll. Schließlich reist er trotz aller Bedenken nach Bayreuth, wo sich seine schlimmsten Befürchtungen bestätigen. Von den Musikdramen selbst ist er ebenso enttäuscht wie über die Tatsache, dass sich Wagner nur noch im Glanz der Reichen und Schönen sonnt. Er vermag kaum zu sagen, was ihn mehr ärgert, die theatralisch überladenen Darbietungen auf der Bühne oder das versnobte Publikum. Im Oktober 1876 bricht Friedrich Nietzsche in Begleitung seines Freundes Paul Ree wie geplant nach Sorrent in Italien auf, wo die Männer von Malvida von Meisenburg in der Villa Rubinacci erwartet werden. Hier beginnt eine sehr produktive Phase, in der Nietzsche einen großen Teil der Aphorismen verfasst, die später unter dem Titel »Menschliches, allzu Menschliches« in zwei Bänden veröffentlicht werden. In diesen Texten zeigt sich deutlich der Einfluss des feinsinnigen Psychologen Paul Ree. Immer wieder entfernt sich Nietzsche nun auch von den Thesen Schopenhauers. Und seinem einstigen väterlichen Freund Wagner wirft er vor, seine künstlerischen Vorstellungen zugunsten der Bayreuther Festspiele aufgegeben zu haben.